Hallo Leute und willkommen zur dritten Vorrunde des Rouge-Turniers, diesmal auch wieder mit Ingame-Sound. Für die, die es nicht gemerkt haben, letztes Mal habe ich einfach nur Musik drunter gelegt, weil es einfach ja kein Ingame-Sound mit aufgenommen hat. So viel zum Thema Professionalität. Allerdings haben wir dieses Mal ein sehr professionelles Match. Ich habe es mir jetzt selber noch nicht angeguckt. Ich bin da selber so gespannt wie ihr, weil es hier gegen Skype, ja, das sind ja so gesehen die Favoriten, auch punktetechnisch wie auch matchmäßig, also vom Skill her, die Favoriten für Gruppe A, wenn nicht sogar fürs komplette Turnier. Und deswegen bin ich mal gespannt. Dazu spielen beide mit Frankreich. Und mal schauen, was dabei rumkommt. Also ich stelle mir das auf jeden Fall ziemlich spannend vor. Und ich hoffe, dass keiner von beiden niedergerusht wird, weil das wäre dann echt ein bisschen langweilig. Okay, dann gucken wir erstmal auf Skype hier. Lager, baut ein Nachschubdepot, normal Nachschubdepot. Eine Panzerbasis plus Dekodierung auf gegnerischen Basis, um zu sehen, was der macht. Ziel baut eine Artilleriebasis, eine Panzerbasis und dreimal Nachschubdepot. Kann man machen, also auf der Map, dass man gerusht wird, beziehungsweise allgemein gerusht wird auf der Map, ist hier ja recht unwahrscheinlich. Ja, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht wird das erste Gefecht, wo nicht Luftwaffe Allmask gespammt wird. Weiß es nicht. Er hat auch Blitz draufgesetzt, um so schnell wie möglich alles rauszubringen. Das mache ich jetzt eigentlich weniger gern. Ich tarn mich dann lieber und gucke, dass der Feind nicht sieht, was ich mache. Aber ja, ich weiß nicht, wann das aktiviert hat. Kann sein, er hat es aktiviert, als er gesehen hat, dass er eine feindliche Panzerbasis ist. Das ist natürlich Aufklärer ganz wichtig. Beziehungsweise jetzt nicht mal unbedingt so wichtig, da die Bisspanzer eine recht kurze Reichweite haben. Und seine Bisspanzer natürlich auch. Und dann ist ein Aufklärer nicht unbedingt notwendig. Da hätte man vielleicht lieber ein Biss mehr bauen können, wenn man weiß, dass der Gegner jetzt schon mit seinen Einheiten da direkt anrückt. Und die Infanterie, okay, sie können Elite-Infanterie bauen, aber er sieht ja, dass er nirgends so eine Infanteriebasis gebaut hat. Stimmt, da fällt mir ein, die Franzosen sind, glaube ich, die einzigen, die 39 halbwegs gescheite Artillerie haben, ein paar, aber ich meine Infanterie haben. Bin ich mal gespannt, wie lange die Panzerbasis noch hält. Da sollte er jetzt natürlich recht schnell eigentlich durchrücken, solange die hier noch halbwegs unorganisiert sind, sprich nicht auf derselben Höhe sind und man so gesehen dann einen nach dem anderen ausschalten kann und die Panzerbasis noch nicht komplett zerstört würde. Kann natürlich auch auf die Panzerbasis verzichten. So, eine Salve hält sie noch aus. Die Artillerie steht immer noch bereit, eine Salve abzugeben. Übrigens, auf dieser Map kann man den Franzosen sehr gut ausspielen mit zum Beispiel dem Russen, weil man hier einfach den so ein Bisspanzer hat, eine unendlich kleine Reichweite. Die kann man ziemlich so schlagen, wenn man etwas, ja, bessere Einheiten hat mit, also besser im Sinne von höhere Reichweite. Die haben ja eine starke Panzerung, können auch ganz gut Schaden austeilen, aber die Reichweite ist eben katastrophal. Das hier, was sie da schießen, ist Maximum. Und da mal ein KV-1 oder so, denkt sich ja nichts. So, Ziel hat währenddessen versucht, nur die Panzeroffensive hier zu kontern. Beide stecken natürlich ihr komplettes Geld da rein. Man hätte da vielleicht jetzt überlegen können, ob es vielleicht noch sinnvoll gewesen wäre, zum Beispiel eine Infanteriebasis zu bauen und dann versuchen, den Gegner noch zusätzlich mit Infanterie kaputt zu machen oder noch irgendwie leichtere Panzer zu bauen, um über eine Flanke Nachschubdepot auszuschalten. Aber so wie es momentan aussieht, hat Ziel den Vorteil, er kann bzw. hat die feindliche Armee so gut wie ausgeschalten. Setzt jetzt noch Scheineinheiten ein, dass er einfach ungestörter weiter vorrücken kann. Dazu hat er seine Panzerbasis noch und ja, Skype hat jetzt einfach gar keine andere Chance, sich zurückzuziehen, baut hier jetzt wahrscheinlich eine neue Panzerbasis. Mit Artillerie, ja, Artillerie hätte ich jetzt lieber bewegen lassen, bevor ich da einmal auf den feindlichen Bisspanzer schieße. Hat eigentlich in der Praxis bewiesen, dass es nicht ganz so gut Idee ist. So, jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ja komm, ich baue den Vorteil aus und baue jetzt ein paar Nachschubdepots. Aber ist der Skype hier, da weiß man nie mit, was er gleich kommt, da muss man einfach pushen. Er hat wahrscheinlich jetzt die meisten Roosts schon aufgebraucht, auch mit der Scheinoffensive, beziehungsweise spart sich vielleicht noch eine für Fanatismus. Und rückt deswegen jetzt hier nicht mit Blitz vor, weil da zählt jetzt wirklich jede Sekunde. Da kann man auch jetzt drüber streiten. Ich sag ja immer so Schlangentaktiken sind unnötig. Aber in so einem Moment würde ich lieber auf den Bisspanzer verzichten und dafür eine halbe Minute früher angreifen. Ich weiß gar nicht, wie die Feuerrate von den Bisspanzern ist. Ich glaube auch nicht so unglaublich hoch. Da kommt wahrscheinlich jetzt ein Magitot, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Okay, ich meine, das ist auch ziemlich das Beste, was er tun kann.
Natürlich mit Blitz und Fanatismus könnte er den Magitor ausschalten. Ist aber auch ziemlich eklig, weil... Ja. Würde Verluste ohne Ende fordern. Also bis man sich halt echt langsam. So, wir müssen jetzt mal aus Privat... Ah, okay, es ist sogar nur eine befestigte Stellung. Er hat sie aber so getarnt. Das war ein recht kluger Zug. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war. Auf jeden Fall hat man ja jetzt... Er hat nur gezeigt, ich habe jetzt hier eine Panzerbasis, einen Bunker gebaut und hat den instant getarnt. Das bedeutet, er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, es ist ein Magitor und hat sich zurückgezogen. Dann hätte er gewusst, dass es eine befestigte Stellung ist. Zumindest hätte ich das gewusst, wäre ich dann auf jeden Fall weiter vorgerückt. So, er versucht jetzt natürlich, Ziel in die befestigte Stellung reinzulocken, um ihn da dann festzuhalten, um den Krieg sozusagen da zu schlagen, wo man seinen Vorteil hat. Ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um eine feindlich überlegene Armee auszuschalten. Er schickt jetzt allerdings auch Einheiten vor, einfach nur, dass er mit der Artillerie die befestigte Stellung ausschalten kann. Hat jetzt schon ordentlich Geld darin rein investiert. So wie es aussieht, hat ihm die befestigte Stellung jetzt noch nicht so viel gebracht. Bin sowieso nicht so der Freund von den Dingern. Bringt nicht wirklich viel, gehen, wie ihr merkt, es ist leichte Artillerie. Gehen unglaublich schnell kaputt. Also, Panzerung 4 sind die sogar, ja, die haben gegen Panzerung 3 schon fast gar keinen Schaden gemacht. Jetzt natürlich, wenn er richtig Glück hat, trifft er ja, noch dieses Pionierfahrzeug. Nein, leider nicht. Okay, da haben wir jetzt nochmal eine befestigte Stellung, sprich dieselbe Taktik nochmal. Also er nimmt die Franzosen-Taktik wirklich taktisch. Er zieht sich sozusagen taktisch immer wieder zurück und versucht den Gegner dann an einer neuen Stelle festzusetzen. Ist natürlich sogar, also so kann man die Franzosen-Taktik natürlich auch interpretieren. Der Nachteil, wo er nur hat, er hat es jetzt schon zu lange gemacht. Das hätte er vielleicht überraschend, hätte er vier, hätte sich wirklich langsam zurückziehen sollen, auch vielleicht ein, zwei Biss opfern und dann wirklich vier, fünf Basen auf einmal bauen, weil A, hätte er dann so schnell so viele Einheiten zerstört, dass der Schock einfach viel, viel heftiger gewesen wäre. Dazu hätte er nicht darauf reagieren können. Er hätte es vorher schon gesehen, ah, okay, da baut er einen Bunker. Hat schon mal ein bisschen Artillerie gebaut, es kam noch mehr Bunker, jetzt hat noch mehr Artillerie gebaut. Bedeutet, er ist gegen diese Taktik eigentlich perfekt gewidmet. Er kann da wirklich, er hat keine Probleme damit, einen Bunker nach dem nächsten auszuschalten. Deswegen hätte er das, ja, vielleicht nicht beibehalten sollen. Oder vielleicht mit einem Magitor machen sollen, weil die halten wesentlich mehr Artilleriebeschuss aus. Die sind so ziemlich das Gegenteil von den Bunkern. So ein Magitor steckt ein, das kracht. So, okay. Leichte Artillerie trifft halt immer ziemlich exaktes Ziel. Mit schwerer Artillerie hat jetzt wahrscheinlich den anderen Bunker auch gleich mit zerstört. So, aber der Bunker ist jetzt, glaube ich, auch weg. Genau. Jetzt denkt er, ja, jetzt kann ich durchrücken. Aber mit Fanatismus muss man überlegen, wann aktiviere ich es. Zum Beispiel, er sieht jetzt, ein Panzer von mir flieht. Ich muss noch nicht aktivieren. Ich aktiviere es eher, so wenn da mal zwei, drei Panzer fliehen, einfach nur deswegen, weil ich dann Fanatismus länger, weil der Fanatismus länger hält. Das Ding geht ja nur, hält ja nur eine Minute so gesehen. Da ist natürlich dann intelligenter, wenn man das eher gegen später einsetzt, um zum Beispiel beim längeren Kampf dann später den Vorteil zu haben. Ich hätte hier jetzt, weil er sowieso Blitz aktiviert hat, wäre ich sogar durch, weil er hat ja die höhere Reichweite. Das bedeutet, wenn er eben ja, die überlegen ist, dann ist es besser, wenn er näher dran ist, weil dann ja, die Präzision ist dann auf jeden Fall, na, halt schneller mit dem Gegner fertig und kann weiter vorrücken. Und genau das passiert, wenn man zu lange wartet. Der Feind baut halt mal prompt eine Panzerabwehrbasis. Jetzt könnte es mal spannend werden. Klar, er hat auch Artillerie, er kann Panzerabwehr ziemlich leicht ausschalten. Aber Panzerabwehr der Franzosen ist nicht schlecht, die darf man nicht unterschätzen. Die Lefli, oder wie man sie auch immer ausspricht, wahrscheinlich Französisch, also werde ich mich weigern, sie richtig auszusprechen. Ja, sind ziemlich stark, sind auch unglaublich billig, aber natürlich gegen die Artillerie kann sie nichts ausrichten, auch dadurch, dass sie eben keine Panzerung hat, oder Panzerungsstufe 1, also ja, sie war der Artillerie hoffnungslos unterlegen, da sieht man auch, Franzose kann man mit eigenen guten defensiven Einheiten, oder Bisspanzer ist jetzt bei Gott nicht die Russia-Einheit schlechthin, also ist schon recht defensiv angelegt. Und zusätzlich noch Artillerie wirklich recht gut ausspielen. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass Ziel gewinnt. Geschweige denn hätte ich erwartet, dass er so hoch gewinnt. Und ja, auf jeden Fall spannend. Man hat es zwar schon vermutet, aber Skype hier ist ja recht dafür bekannt, dass er
ordentlich noch austeilt, auch wenn es dann mal nicht ganz so gut läuft. Und ja, war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu kommentieren. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Und ja, das war's dann von mir. Morgen kommt Vorrunde 4, übermorgen Vorrunde 5 und dann gehen wir auch schon in die K.O.-Phase. Also dann schaut euch auch die Videos von anderen YouTubern an und von Yannick, der lädt ja auch regelmäßig hoch. Und ja, das war's dann von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.